Hallo und herzlich willkommen zurück zu Astral Chain mit mir, dem Marius, und natürlich euch, den Zuschauern. So, in der letzten Folge haben wir ein bisschen hier aufgeräumt und in diesem Minispielkapitel gibt es noch mehr tausende Minispiele, die man auf jeden Fall gemacht haben sollte. Aber da ich absolut keine Ahnung habe bei diesen bin ich total schlecht und mache das einfach per Zufall. Also, probiere ich das, während ich die mir gegenseitig angucke. Nein, ich weiß, wie das funktioniert. Dankeschön. Dann, falls ihr das mal machen müssen müsst, dann könnt ihr euch das angucken und dann einfach zuschauen. Ja, komm mal her. Komm mal, ja, ganz einfach, ne? Da hätte man aber vorher drauf kommen können. Guck mal, da kann man noch das ganze Ding hier ziehen. So, das kleine Wägelchen jetzt. So, einer mit. Jetzt kommt noch der große nach unten. Ich denke mir, das ist vielleicht nicht so schlecht, wenn die Leute sehen, dass, wie das hier funktioniert. Und das selber suchen zu müssen, diese Scheiße. Na, ich muss hier runter. Der Bus kann wieder gezogen werden. Ah, guck mal. Hier habe ich doch perfekt gemacht. Nicht schlecht, das sieht sehr gut aus. Man könnte behaupten, ihr werdet immer besser. Das sollte genügen. Das sollte genügen, damit durchzukommen. Danke für eure Hilfe. Ihr habt meinen Tag gerettet. Na, seltener Materialcode. Ja, das jetzt S Plus ist, das wundert mich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Und natürlich gibt es noch ein drittes. Klingt nach einem Job für Armlegion. Natürlich gibt es noch ein drittes von diesem Quatsch. Nein, ich weiß, wie das funktioniert. Schafft die Autos zur Seite. So. Den einen runter. Oder dann doch zwei. Anscheinend müssen die zur Seite. Nein. Wir müssen hier hin. So, du kannst ihn dann da hinstellen. Guck mal, der kann ganz nach unten. So, dich holen wir zu rechts. Zu rechts holen wir dich. Na, ganz rechts, mein Lieber. Nein, holen wir dich auch runter. Und ganz nach unten natürlich. Guck mal hier, die können wir jetzt auch komplett nach rechts ziehen. Das wird schön alles zusammengepaart. So, Auto Nummer 1. Hallo? Loslassen? Nein. Dich nach dahin. Bus nach oben. Und dann einmal nach rechts. Dass wir dich hier nach oben ziehen können. Ganz nach oben. Sonst funktioniert das ja nicht. Ja, nicht da unten sich einparken lassen. Komm mal ganz nach unten. Guck mal hier schön dahin. Und dich kann man jetzt ganz einfach
ganz oben ziehen. Und schon haben wir es gedidded. Das war ganz einfach. Ich weiß nicht, was Leute hatten damit. So, das sollte jetzt wirklich alles gewesen sein. Wir haben den Rest der Straße zur Sicherheit schon überprüft, damit es keine Überraschung mehr gibt. Ja, das hätte man auch vorher ganz gerne wissen können. Ich hätte trotzdem nochmal Legend Lappy gesehen. Einmal kurz gesehen. So, ah, da sieht man doch eine Katze. Iris, shut down. Katze. Ich hab keine Angst. Hey, das ist dir nichts zu spielen. Komm her, komm schon. Kitty, Kitty, Kitty hier. Ah, das bringt nichts. Was machst du da? Was? Ach, ihr seid's. Ja, wir haben ein kleines Problem. An diesem Ort hat sich ein kleiner Kater versteckt. Ich will ihn rauslocken, aber der hört irgendwie nicht auf mich. Er muss Todesangst wegen dieses Homunculus haben. Das war wohl zu viel für so ein kleines Kätzchen. Aber kann ja nicht ewig da drunter bleiben. Wahrscheinlich hat er Hunger. Schaps, habt ihr vielleicht Futter dabei? Ja klar, haben wir Futter dabei. Echt genial. Ich dachte schon, ich wäre der Einzige, der sowas mit sich rumträgt. Nein. Wir kennen da noch also eine gewisse Dame, die das auch macht. Okay, holen wir die Katze hier heraus. Das ist lecker, was? Braves Kerlchen. Scheint ein Streuner zu sein. Bestimmt nicht leicht für ihn, so ganz draußen allein. Da fällt mir das Lepper mir von einem Katzenasyl erzählt. Könntest du den Kleinen für mich dorthin bringen? Dann überlasse ich dir das. Zusammen mit den anderen Katzen wird er sich sicher wohlfühlen. Alles klar? Ich habe ein süßes kleines Witzekätzchen gerettet. Jetzt wieder zurück zum Wesentlichen. Setzen wir den Kater dort ab. Ich bin mir sicher, dass man... Das war Akira. Setzen wir den Kater dort ab. Ich bin sicher, dass man ihn mit offenen Pfoten empfangen wird. Chano. Chano? Chano? Okay, Katzenkumpel. Das Wichtigste. Wir sind Katzenkumpel geworden. Hier ist sonst nichts. Da geht's storymäßig weiter. Reinigungsgrad 5. Da haben wir noch ein bisschen was. Ebenso wie hier. Noch mehr Maxi-Medizin, hä? Nur Verräter. Immerhin gab es kein größeres Feuer. Es hätte um einiges schlimmer kommen können. Die Anwohner wurden bereits nach dem letzten Vorfall evakuiert. Gas und Strom waren uns bereits abgestellt. Ironie des Schicksals, dass eine Katastrophe eine andere verhindert hat. Die Bänder sind extrem hartnäckig. Was ist das da? Ach, das ist wahrscheinlich die Truhe, die ich aufgemacht habe. Da unter dem Auto, da sieht man so ein bisschen gelb, so bei Akiras Kopf da. Ich schwimme in meinem Schweiß. Ich brauche später ein Bad. Das ist doch 100% die Truhe, die ich aufgemacht habe, ich habe. Yep, genau. Warum kann man die nicht dann einfach auskrauen, damit man weiß, die habe ich schon. Da muss ich nicht nochmal. Da war ich schon, da ist nichts mehr, so wie es scheint. Aber hier. Transport auf See. Mit Flug gegen Gedankentechnik. Hey, kleiner Flug, gefällig. Wir tragen schon so viel, da macht ihr auch keinen Unterschied. Ah, guck mal, da können wir. Steig auf Rayleighs Dach, Parser Dach. So können wir die Ebenen wechseln und zu den ganzen blauen Fällen kommen. Das ist auch nicht schlecht zu wissen. Barriere, Medizin. Da ist Levi! Aus Versehen reingelaufen. Hallöchen, Partner. Was machst du hier? Alle anderen sind Einsatz. Da war der liebe Levi einsam und hat nach einem Freund gesucht. Und was soll ich sagen? Ich habe einen gefunden. Machst du gerade Pause? Der ist doch bestimmt auch langweilig. Da habe ich genau das Richtige. Wie wär's mit einem kleinen Ratespiel? Willst du es mal versuchen oder ob du willst es nicht? Na komm. Erziele viele Punkte. Super, weißt du, was komisch ist? Alle anderen waren total beschäftigt, dass ich gefragt habe, du hast so massig Zeit. Die Frage im Ratisch stammt aus meiner nagelneuen Frag-Lappy-Box. Was ist zum Teufel der Frag-Lappy-Box? Aber guck mal, jetzt können wir uns die Balance angucken. Ey, die Roten sind doch die tausendmal besseren. Ein Cash namens Shohai aus dem Häuserwald hat sie geschickt. Richtig knifflig dafür, dass es S6 ist. Also Partner, das sind die Regeln. Ich stelle dir 20 Fragen. Jede richtige Antwort bringt 5 Punkte. Leider leicht wird es nicht, aber wenn du mindestens 40 Punkte schaffst, habe ich einen super tollen Preis für dich. Gib alles, okay? Der ist erst 6. Es könnte sich ein paar Fehler verstecken, aber mach dir nichts draus. Okay. Frage Nummer 1. Welche dieser Neurobeamten sieht dich als Rivalen und ist immer in Stimmung für einen kleinen Wettstreit?
Alan. Du hast es erfasst. Frage Nummer 2. Welchen Job hat dein Kumpel Lappy? Chimärenvertreter, Schoßhund der Regierung, Botschafter des Lächelns, emotionaler Beistandshund. Junge, diese Shizu. Weißt du, welches Hobby sie hat? Diese Shizu. Okkulte Lehren? Wie lautet der Mann des intelligenten, getreut Wenn 3? Frage Nummer 5. Wie lautet der Mann des kreisförmigen Platzes oben auf dem Ark Mall, wo du mit dem Homunculus gekämpft hast? Ark Plaza? Nur eins dieser Geschäfte gibt es wirklich auf der Arsch. Welches gibt es? Ja, natürlich, das weiß ich auch. Ebi Tengoku. Keine Ahnung. Wie lautet der vollständige Name der Leiterin der Neuron-Krankenstation? Brenda Moreno? Das war der einzige Name, der irgendwie... Was? Welche dieser Aussagen über unsere Ärztefreundin Jenna Anderson stimmt nicht? Sie trägt keinen Pferdeschwanz. Die 9. Frage. Jetzt ist mir aber auch nicht aufgefallen, dass sie lila Lippenstift hat. Wie lautet der vollständige Name der Gruppe junger, furchtbarflößender Hacker aus den Reihen der Dashlight in Zone 9? Das sind ihre Mieten. Frage Nummer 10. Wie verwendet Jin seinen Schlagstock am liebsten? Im Gladius-Modus. Frage Nummer 11. Womit hat unsere geliebte Einsatzkommandantin... Die war Nachrichtensprecherin. Da habe ich aufgepasst. Frage Nummer 12. Was ist die Nationalspeise der Dashler? Reisbrei. Davon haben wir jede Menge gegessen. Gestern warst du mit einem Fall in der Zentralstadt beschäftigt. Welches Wahrzeichen befindet sich dort nicht? Die Pagode? Keine Ahnung, ey. An dem Tag, als du deine erste Legion bekamst, hast du jemanden in Sicherheit gebracht, der verletzt war. Wen? Einen anderen Polizisten? Nicht? Okay. Also, wie lautet ihre Blutgruppe? Ach so, natürlich. Die mag von jedem alles haben. Keine Ahnung. Kommt Nummer 16. Wie würdest du deine Kollegin Lenoa beschreiben? Wer ist Lenoa? Temperamentvoll. Keine Ahnung. Frage Nummer 17. Wie lautet der Name des föderierten Regierung, die von den Menschen geschaffen wurde? Der föderierten Region. Das müsste Union sein? Ja. Wie viele holographische Rezeptionisten gab es bei Aegis? 2. Frage Nummer 19. Wie alt ist Leisha Lopez? Gehe mit den günstigen 28. Natürlich nicht. Frage 20. Welches Jahr haben wir? 78. Und wenn man den Punkt noch diesmal 60 Punkte. 40 Punkte oder mehr haben wir geschafft. Wir haben genau die... Nee, Moment. Wir haben 12 Fragen richtig beantwortet von 20. Aber ist okay. Dein hammerharter Preis. Lappy Körper. Der flauschige Hauptteil des Lappy-Kostüms, der den Körper bedeckt. Schaffst du es, das ganze Sechser-Set zusammen? Ach, deswegen haben wir es nicht gefunden. Wir haben das ganze Sechser-Set noch nicht. Das war doch ein super Ratspiel. Der kleine Show-High wird auch ganz begeistert sein. Lappy hat eine Mission. Ich werde das Wunder des Wissens in die Welt hinaustragen. Ciao, Partner. Lappys Killer-Quiz haben wir abgeschlossen. Cool, danke, Lappy. Das ist echt so, das Kapitel der Minispiele. Ich hätte lieber das Kapitel des Draufhauens, da kann ich mich ein bisschen mehr aus. Iris, ich hätte gern mal einen Liftpartner. In die zweite Ebene, bitte. Na gut, dann festhalten. Das zeigen wir natürlich nicht, die Drecksäcke. Emsiger Offizier, Rayleigh Plaza, das war meins der angesagtesten Kaufhäuser auf der Arsche. Ich schätze, wir können uns auf tolle Roboter zur Wiedereröffnung freuen. Iris, wenn du das sagst. Was haben wir hier? Ein einfacher Materialkurs. Na gut, hier. Guck mal, das hier war blau. Gedanken früher. Sprich mit der Kira über früher. Hey, remember how Dad used to bring us here all the time as kids? I can almost see him now. Fumbling with bags full of burgers and trying not to drop them.
You know, we should bring Jin and Alicia around here once things calm down. They'd like that. Achso, das war anscheinend schon alles. Iris, Startup. Hier ist aber ganz schön viel, ne? Partner. Schon mit dem Beast geht's auch schneller. Medizin. Information display. Kritischer Offizier. Was der Typ da wohl in seinen Bart nuschelt? Der bin ich so seltsam, dass wir kürzlich sie im Remit festgenommen haben. Seltsamer Offizier. Sei wo? Vielleicht da links? Ja, ist irgendwas? So, und was ich hier verloren haben muss. Wenn weiterhin nichts ist, lass mich bitte in Ruhe. Information display. Ach ne, ich muss abhören, ne? Jetzt aber hier ist das nicht. Vielleicht bin ich an der falschen Stelle. Nein, das kann nicht sein. Aber eine verschlüsselte Nachricht von einem der Gefangenen in der Remit halt. Für zu vergrabenen Schätzen oder so. Ich muss nochmal nachlesen. Beginne dort, wo das Licht im Labyrinth einfällt. Und dann links, links, geradeaus, links, rechts, links. Finde dann ein Licht 11 Schritte voraus. Was soll denn das heißen? Ich habe keine Ahnung. Hey. Was denn? Ja, genau. Kackschwester. Was soll das? Lass mich hier doch plündern. Die Schaden der vergangenen Monate stellen alle Zerstörung der letzten 10 Jahre locker in den Schatten. Und das alles wird aus Steuern finanziert. Warte mal, bis die Leute merken, wer das eigentlich alles bezahlt. Iris Startup. Gar keiner. Da ist doch mal ein bisschen. Guck mal, da haben wir noch eine Truhe. Iris, shut down. Wir lagen an früher 3. Sprich mit der Kira über früher. Things were bad enough when it was just Chimeras. And now we've got Jenna to deal with too. Dad always used to say he was just exaggerating when he talked about saving the world. But if we work together, I know we can do it for real. Ein sehr unscharfes Bild gerade. Iris Startup. Boah, was haben wir denn hier? Ach, Joey. Sarah, sag mir wieder mal nichts. Was haben wir denn hier in der Ecke? Ha. Medizin. Gute alte Medizin. Seltener Materialcode. Ich hatte ein komisches Gefühl. Und dann drehe ich mich um und bam, steht Leppy direkt hinter mir. Richtig gruselig. Keine Ahnung, wo Leppy jetzt ist. So ist wahrscheinlich sein nächstes Opfer. Iris, shut down. Sieht auch ein bisschen aus wie so eine. Naja, Geisha? Mit so einem Kimono. Medizin. Information display. Du sprichst gar nicht mit mir, hä? Machen wir nochmal hier ein bisschen alles frei, ne? Information display. Ich weiß, dass wir Jin da oben hatten, aber was ist mit dir hier? Kunstkenner. Bitte nicht stören, ich bin eines der größten Kunstwerke unserer Zeit vertieft. Bitte gehen Sie. Du, diesmal fährst du gar nichts von mir. Niemals würde ich Parnassus verraten, ob das hier der... Oder das hier... Was? Niemals würde ich Parnassus verraten. Oder dass das hier Ihr Atelier ist. Das ist Ihr Atelier? Was? Woher wussten Sie das? Sagen Sie bloß nicht. Sie wissen auch, dass Pablo gerade bei der Arbeit ist. Sie lassen mir keine Wahl. Ich werde kämpfen im Namen der Kunst. Machen Sie sich auf etwas gefasst. Nee, nee. Bitte, bitte, was auch immer Sie tun. Vorschalten Sie nicht dieses einzigartige Kunstwerk. Die versuchen immer einen da zu treten sofort, deswegen. Ich gebe seinetwegen eine Meldung an die Zentrale. Suchen wir nach diesem Pablo. Hohle Sprühdose.
Eigentlich ist es so Aufnehmen von Witterungen, hä? Ja, dann witterer mal, mein Junge. Auch wenn ich so ein bisschen über den Boden noch geschlittert bin. Iris Startup. Aha. Na. Erst noch hier das ganze Zeug noch mitnehmen, ne? Auch wenn Kamera mich gerade nicht so mag. Information display. Ich habe kein Problem mit Autos zu schieben, aber ich hoffe, diese Schmiere hat keine Langzeitfolgen. Ach komm schon. Iris, shut down. Iris, startup. Ja, dieses Zeug geht nie wieder raus. Hartnäckiges Dreckzeug. Also, als ob ich jemand auf die Probe stellt. Ich muss diesen Schmutz rauskriegen, um mich zu beweisen. Okay. Entschuldigung. Ich weiß ja, dass es der Forschung dient, aber ich kann dieses klebrige Zeug nicht ausstehen. Wenn es von einer Schwere stammt, kann da sogar etwas so eine wertvolle Probe enthalten. Ich meine, das Materie aus einer anderen Dimension stellt das nur mal vor. Ich meine, so könnte man sich auch vorstellen. Nein, mein Biest sieht mich. Ah! Okay. Aha, ich würde mal sagen, wir haben links unseren Affentäter. Thanassos Nummer 1. Daitojin. Was? Entschuldigen Sie mal, dieses Leinwand ist jetzt mein Eigentum. Sie ersticken meine Kreativität. Hinfort. Das ist eine Mauer. Wir sind die Polizei. Und was Sie tun, ist Vandalismus. Sie kommen jetzt mit uns. Oh, die Polizei. Sie haben vielleicht meine Gefährten gesteckt, aber mich kriegen Sie nicht. Probier es doch, wenn du glaubst, dass du es mit mir aufnehmen kannst. Hier kommt mein erster Zug. Ja, bewegt sich. Nicht. Ach. Ja, genau. Ah. Komm schon. Ich bin geschwind wie der Wind. Nochmal voll runtergegangen. Warum? Wie willst du den da bitte so verfolgen? Hallo? Haltet den mal auf, ey, ihr Kackbratzen. Hm, genau, so funktioniert der Rauch. Ja, alles klar. Aha, jetzt habe ich dich, du Drecksack. Ich dachte immer, Künstler wären bewegungsscheu. Aber der hier hat richtig schnelle Beine. Danke für die Hilfe. Wie viele fucking Rauchbomben hatte der Penner? Meine Fresse, ey. Die haben richtig viele gehabt. Ich musste den so nach vorne schicken, sonst hätte ich den niemals erwischt. Da haben wir noch ein bisschen was. So, und guck. Ach, guck mal. Du darfst Sachen kaputt machen, ne? Also, wenn ich das mache. Oh nein, böser, böser kleiner Bruder, ne? Naja. Ich kenn das. Hier haben wir noch ein bisschen Zeug. So viel Zerstörung in einer einzigen Nacht. So, der Zehnte dauert, das wieder aufzubauen. Und wenn wir hier die Trümmer auflesen, geht anderswo die Zerstörung weiter. Ein ewiger Kreislauf. Ein ewiger Kreis. Ich erfasse alle Schäden. Es reißt einem das Herz. Ach, guck mal, hier sind wir wieder. Cool, man muss nicht mal, den Lift benutzen. Von diesen Drohnen. Ich würde sagen, wir machen hier eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich schaue wieder beim nächsten Mal ein, wie es wieder heißt. Astral Chain mit mir, dem Meeres, und natürlich euch, den Zuschauern. Also denn, falls es euch gefallen hat, dann solltet ihr unbedingt ein Abo dalassen, damit ihr nichts weiteres verpasst. Und ich sage euch, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Zusauen.
Und bis dann. Haut rein, Leute. Ciao.